Kurzfristig angesetztes Testspiel für den FCN. Bei strömendem Regen geht es gegen den rumänischen Aufsteiger aus Cluj vor allem darum, den zuletzt wenig eingesetzten Spielern Einsatzzeit und Wettkampfpraxis zu geben. Mit dabei ist nach langer Verletzungspause auch Florian Hübner, der das Team gleich als Kapitän aufs Feld führt. Ja, ist natürlich nach so langer Zeit ein richtig schönes Gefühl. Hat mal wieder Bock gemacht zu spielen. Es waren 30 Minuten und da habe ich jede Minute genossen. Und es ist endlich wieder, stehe ich wieder auf dem Platz und freue mich einfach mit den Jungs zu sein. Nach rund 5 Minuten kann der 31-Jährige dann aber ebenso wenig wie seine Mitspieler den Führungstreffer der Rumänen verhindern. Aus einem Standard heraus entsteht Unordnung in der Clubdefensive, die Adrian Ballan eiskalt ausnutzt. Ja, wir hatten in der ersten Halbzeit viele Balleroberungen, Ballgewinne, wo wir dann schlecht nach vorne gespielt haben, wo der letzte Pass einfach schlecht kam und dann waren wir zu hektisch gewesen. Defensiv haben wir es ganz ordentlich gemacht, haben ein dummes Tor an der Standard kassiert. Aber ich denke, wenn wir da ein bisschen ruhiger gewesen wären mit den Pässen nach vorne, dann wäre das auch eine sehr gelungene erste Halbzeit geworden. Zweite Halbzeit war es dann deutlich besser. Wir waren Zielstreber zum Tor, sind ins 1 gegen 1 gegangen und ja, letztendlich war es dann gut, dass wir das Spiel nochmal gedreht haben. Ich glaube, man hat gesehen, dass jeder wollte, dass wir das Spiel drehen und ist uns dann letztendlich gelungen und darüber sind wir sehr froh. Es braucht etwas, bis der FCN offensiv selber in Erscheinung tritt. Zumeist fehlt es an Genauigkeit und der nötigen Ruhe vor dem Tor. Gefährlicher ist zunächst Cluj, doch der rumänische Pokalsieger von 1965 lässt die eigenen Chancen ungenutzt. Allen voran Ballan, der kurz vor der Pause frei vor Karl Klaus vergibt. Auch in Durchgang 2 lässt der Regen kaum nach. Trainer Markus Weinziel kennt aber kein Erbarmen und bringt mit Enrico Valentini, Can Uzun, Niklas Jahn und Erik Schuranov 4 frische Spieler. Feierabend hat dafür unter anderem Hübner, der im Trainingslager gute Fortschritte macht. Ja, ist natürlich bis jetzt ein positives Trainingslager für mich. Alle Einheiten durchgezogen. Jetzt das Testspiel, das so kurzfristig angesetzt war, war für mich persönlich brutal wichtig, 30 Minuten zu spielen. Und ich hoffe, dass ich weiter da dranbleiben kann und die nächsten Trainingseinheiten durchziehen kann. Dann mal gucken, was am Samstag ist. Der Club agiert nun besser nach vorn, kommt über Standards oder schnelle Gegenstöße zu Abschlüssen und arbeitet auf den Ausgleich hin. Der fällt nach rund 8 Minuten im zweiten Durchgang. Allerdings dank der Mithilfe des rumänischen Schlussmanns, der völlig unbedrängt den Ball Schuranov vor die Füße spielt. Der Treffer zum 1:1, für den 20-jährigen Stürmer ein Kinderspiel. Knapp 10 Minuten später dreht der Club dann die Partie. Und wieder ist Schuranov beteiligt, dieses Mal als Vorlagengeber für Lukas Schleimer. Ja, ich glaube, ich hatte als erstes einen Ballverlust, bin dann mit nach hinten gegangen, haben den Ball nochmal erobert. Ja, Schura läuft dann auf die Kette zu und ja, super Pass von Schura und ich muss dann nur noch verwandeln, aber freut mich umso mehr, dass ich dann der Mannschaft helfen konnte und bin überglücklich über mein Tor. Fast gelingt Cluj noch der 2:2 Ausgleich, doch Eli Florin steht bei seinem Kopfball im Abseits. Am Ende steht ein Arbeitssieg, wertvolle Spielpraxis für die Spieler und trotz Dauerregen gute Stimmung im Team. Man merkt in der Mannschaft, die Jungs haben Bock. Und das Trainingslager läuft bis jetzt top. Die Jungs ziehen alle an einem Strang, auch wenn das Wetter nicht mitspielt. Aber muss ich echt den Hut davor ziehen und das wollen wir am Samstag natürlich abrunden. Und dann haben wir ein gelungenes Trainingslager hinter uns. Wir haben hier top Bedingungen, auch wenn das Wetter jetzt die letzten Tage nicht so gut war. Haben wir trotzdem das Beste draus gemacht und ja, hat sehr Spaß gemacht. Noch stehen ja 2 Tage und ein Testspiel auf dem Programm. Und wenn der Wettergott mitspielt, kommt zum Wochenende sogar wieder die Sonne raus. Auch das dürfte die Stimmung weiter steigern.